Wenn und er war ein Bolschewik. Denunzieren war sein Bolschewiken-Tick. Er dachte, dass er etwas Gutes tut. Doch er brachte vielen Menschen Leid und Not. Schon als Kind konnte er es nicht begreifen, dass es nicht nett ist, andere Schüler zu verpfeifen. Eins seiner Opfer war der liebe Freidenker Paul. Doch fürs Denunzieren bekam Sven oft aufs Maul. Von den Schlägen hat er sich wohl nie erholt, war für den Rest seines Daseins ungepolt. Jeden Tag treibt er sich rum in sozialen Netzen und galt sich auf beim Denunzieren und Verpetzen. Er hieß Sven und er war ein Bolschewik. Ja, ja. Denunzieren war sein Bolschewikentick. Tja, er dachte, dass er etwas Gutes tut. Doch er brachte vielen Menschen Leid und Not. Sie hieß Inge und sie war ein Faschist. Doch sie wusste nicht, dass sie einer ist. Als Oma gegen rechts im blinden Wahn vergaß sie, dass Nazis linke Socken waren. Sie will mit linkem Nazi-Sprech die Welt beglücken und freie Menschen in Nazi-Kriege schicken. Ihr Feindbild heißt Russland, das ist klar. Schon wie es damals in Adolfs Deutschland war. Wahrscheinlich ging's ihr in der Kindheit wie dem Sven. Und selbst ihre Eltern können's nicht verstehen. Sie fragen sich, was haben wir falsch gemacht, dass unsere Inge bei den Faschisten mitmacht. Sie ist Inge und sie war ein Faschist. Tja, doch sie wusste nicht, dass sie einer ist. Als Oma gegen rechts im blinden Wahn vergaß sie, dass Nazis linke Socken waren. Sven und Inge sind eigentlich ganz schön arme Würstchen. Und eigentlich müsste man sich nicht davor fürchten. Doch Mitläufer und Denunzianten bringen Leid und Not und unterstützen den Diktator beim Krieg bis in den Tod. Sie sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Als Feindbilder etabliert in der Journalie. Außenspinnefeind, doch im Faschistenherz vereint, sind Bolschewiken, Nazis hier gemeint. Drum lasst uns linken Nazis und auch
Bolschewiken mit unserer ganzen Liebe sanft erdrücken. Wir nehmen sie alle in den Arm und drücken langsam zu. Dann haben Hass und Hetze und Faschismus für immer Ruhe. Faschismus. Nein, danke.